Den größten Vorteil sehe ich für den Hellraumprojektor bei großen Bildern. Hier male ich auf einer Unterlage, die ist 50 mal 60 cm groß und um da die Grundstrukturen zu übertragen, die Büsche, der Boden, die Pferde, die Menschen, halt einfach ganz einfach, jetzt in meinem Fall, und die Wolken, die dann ja auch den Himmel abgrenzen.